Hello, attendees. This is a lost children's announcement. Please keep your eyes on your children during the match at all times. Ein herzliches Willkommen an alle. Nur noch 90 Minuten und ein Sieg trennen sie vom Aufstieg. Eine einmalige Gelegenheit und ein absoluter Traum für dieses Team. Mal sehen, ob sie heute ihre großen Ambitionen spielerisch auch umsetzen können. Es ist wirklich ein einmaliger Anblick. Diese brasilianische Farbenpracht im Maracanã. Ja, seit kurzer Zeit wird hier schon gespielt. Heute müssen sie über sich hinauswachsen. Haaland. Es geht über links. Das hätte ganz leicht ins Auge gehen können. Ein ganz wichtiges Tackling. Normalerweise macht man sowas nicht in Unterzahl, aber hier war es definitiv die einzige Option. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren, dass sie das ganz anders hätten lösen können. Auf die Seite verlagert. Das gibt Eckball. Damit. Nigeria mit einer guten Kontergelegenheit. Auch bei einer Ecke für dich ist die Gefahr immer da, wenn du es nach hinten nicht absicherst. Einfach nach vorne geschlagen. Ein langer Ball, doch da fehlt die Präzision. Samuel Eto'o haben wir hier. Und der Abschluss! Eine Glanzleistung des Keepers. Eine brillante Aktion, ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Sie müssen konzentrierter agieren. Da fehlt schlicht und einfach die Passgenauigkeit. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Easy Boy. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eto'o. Mohamed Salah. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Iwobi. Und dann ist der Ball weg und die sehr gute Offensivmöglichkeit dahin. Da ist die Suche den Abschluss. Ganz misslungener Schuss. Der Konter absolut ansehnlich, der Abschluss ausbaufähig. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Da ist die Möglichkeit. Das ist fast eine 1:1 Kopie von vorhin. Sie machen wirklich vieles richtig, aber eben nicht alles. Denn das, was hier überhaupt nicht passt, das ist der finale Moment des Abschlusses.
Mohamed Salah. Iwobi. Guter Lauf auf der linken Außenbahn. Er versucht's einfach mal. Oh ja, einer zum Aufwachen. Das war nicht schlecht, aber das muss auch optimal sein, wenn du aus dieser Entfernung das Tor machen willst. Pirlo. Neymar. Gutes Auge, guter Pass. Sehr aufmerksam. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Und die Chance. Goal für Brasilien. Wenn man so alleine gelassen wird, ist das alles keine Kunst mehr. Also das muss man ihnen wirklich hoch anrechnen. Es wird einstudiert, fast wie im Training. Die Abwehr bekommt überhaupt keinen Zugriff. Macht es ihm ganz leicht und das rächt sich. Sie haben das so wichtige erste Tor erzielt. So haben Sie sich das vorgestellt. Sie liegen vorne im eigenen Stadion und jetzt müssen Sie mit der Unterstützung des Publikums das Ganze, wenn es geht, genauso weiterspielen. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Haaland. Hier ist Mohamed Salah. Jetzt den präzisen Pass spielen. Sie dann. Der Ball drin, das Ding. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Fußballspiel? Der Torhüter kann den Ball nicht festhalten und sein Team zahlt den Preis dafür. Ein schwacher Stürmer, der schaltet in dieser Situation ab, aber ein klasse Mann. Der ahnt das Ganze. Der setzt nach und dafür wird er belohnt. Number 8. Thank you.